könntest du eigentlich noch als Intro nehmen, MCN TV. Yo, ihr seid scheiße. Schaut, hier kommt MCM mit der Street- und der Straßengang. Er ist der Gangster hier und reimt Haus auf Maus und er lacht euch alle aus. Damit herzlich willkommen zum Interview mit MCM, dem Weimar bekanntesten Stadtrapper. Ich bin heute etwas krank und deshalb habe ich mich dazu entschieden, etwas ostdeutschen Heilungstrank zu mir zu nehmen. Ja, geil. Lecker. So, hallo. Hallo. Wollt mal fragen. Stell dich mal vor, der MCM. Stell dich doch mal vor. Erstmal heiße ich Stefan Krüger und MCM ist dadurch entstanden. Früher haben sie alle Muschi so mir gesagt. Und deshalb habe ich das auf MCM umformuliert, weil einer aus GameStop, der heißt Ronny, natürlich ist er jetzt in Erfurt, der hat mir den Namen gegeben und deshalb habe ich das dann als Rapper-Name genommen. Also MC Muschi, MCM. Ja. Wieso Muschi? Wegen mein Kinn. Achso. Behinderung. Achso, okay. Okay, MCM, wie alt bist du? 26, alles klar. So, dann wäre jetzt die erste Frage. Wie kam es dazu, dass du angefangen hast zu rappen? Was ist der Weg dazu, dass du jetzt angefangen hast? Also ich habe 2012 angefangen. Aus Lust pur und Langeweile und weil ich keinen hab, sag ich mal, zum Reden. Also ich mach das von mir aus selber, weil ich was den Leuten beweisen will. Auch wenn ich es nicht so hinkriege, ich mach weiter und kann dafür auch kämpfen. Für meinen Namen mache ich das. Ich mach's für meine Familie und weil es mir Spaß macht. Und das Rap Battle. Mag vielleicht sein, dass die anderen Leute lachen, aber ich bin der Meinung, das Rap Battle wird es nicht existieren und das sehen viele nicht. Viele Leute sehen das nicht, weil die der Meinung sind, das ist eine Lachnummer. Ist mir auch scheißegal, was andere dazu sagen. Aber ich mache mich damit selbstständig. Deshalb mache ich auch die Veranstaltung, weil es mir Spaß macht. Spaß, ja. Ist aber wirklich gut, weil die Leute nennen es Lachnummer. Auf jeden Fall ist Unterhaltung, das füllt einen Abend. Die haben da Spaß bei, wenn die sich das angucken. Dadurch wird ja jeder auch ein Stück weit promotet. Hast du denn vor, mit dem Rap irgendwann richtig Geld zu verdienen? Ich will damit irgendwann Geld verdienen. Ist mir egal, wie ich es mache, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Weil ich bezahle ja das Rap-Battle auch und das wissen viele ja nicht. Okay. Weil die sind der Meinung, ja, schmeiß das in den Wind. Ja. Ist aber nicht so. Okay. Rap Battle ist 14. September abgemacht. Ja. Steht schon fest. 1 Euro Eintritt für Besucher, ne? Eine Bar ist auch dabei. Okay. Wo Getränke gibt, Alkohol. Ach, müssen sie auch bezahlen. Ah, okay. Wie viel kostet Bier so ungefähr? Das weiß ich nicht. 1 Euro. Ah, ich würde es günstig machen, Euro oder so. Ich weiß es nicht so wirklich. Gut. Muss ich nachfragen. Gut. Hast du irgendwelche Hoffnungen in das Rap Battle? Dass da nochmal Leute vielleicht. Also ich bin der Meinung, ich habe mir überlegt, dass ich das Rap Battle nicht nur in Weimar mache, weil ich habe überlegt, dass ich das überall mache. Also thüringenweit? Komplett raus damit. Aber da brauche ich erstmal Unterstützung, alleine schaffe ich das nicht. Also dann Rap Battle 10 vielleicht in Berlin oder so? Na, gut. Krieg ich schon irgendwie hin. Okay, alles klar. Thema Rap, hörst du auch Rap so? Ja. Was hörst du so? Deutschrap, Ami-Rap, Untergrund. Warte. Was gibt's denn noch alles? Oh, mehr kenne ich gerade nicht. Deutschrap weiß ich nur. Und Untergrund, also Ami-Rap. Was gibt's noch am Rap? Weiß ich jetzt nicht, was es noch am Rap gibt. Was hast du so für Idole, Vorbilder? Welche Rapper hörst du am liebsten? Kaiserschnitt. Blockmonster, Hirntour. Sand Records, so die helfen. Alles klar. Haben die dich auch ein Stück weit so inspiriert dazu, das jetzt zu machen, oder? Ich habe damit selber angefangen, weil wenn du alleine da stehst und hast keinen Sinn reden, so lässt du das raus. Auch wenn ich es noch nicht so hinkriege, aber ich bin der Meinung, so lässt du das raus, was innerlich dir in den Kopf vorgeht, also wie es dir scheiße geht und so. Was du alles im Leben erfährst. Ich glaube auch so ist Rap ursprünglich entstanden.
Aber wenn dir zum Beispiel Reime oder so oder bestimmte Techniken, schaust du dir die schon von anderen Rapper ab oder ist das komplett deins? Ich für mich selber, ich mach's mir aus dem Kopf. Ich hab Leser, ich schreibe Schwäche aus, mach's. Ich probiere selbst, probiere so schon zu schreiben irgendwie. Auch wenn es schwer fällt. Ja, tatsächlich. Und das, mehr, das wissen viele nicht, weil sie in Facebook ein Doofmann, nur weil ich Leserechtschreibschwäche habe. Und dass ich Epileptiker bin, das weiß ja auch nicht mal jemand. Das kann ich nicht reinpusten. Na, ist doch gut, dass du das den Leuten jetzt sagst. Also, gut. Also damit hast du auf jeden Fall zu kämpfen. Dass Leute da so ein Stück weit auch oberflächlich sind und dich danach bewerten, ist der dumm, der schreibt das ja nicht richtig und so. Also ich habe mir eins geschworen, mir ist das eigentlich egal, ob Fame oder nicht. Wie sagt man dazu? Hat man Geld, bist du was? Hast du kein Geld, bist du nichts. Ja, kann man sehen, wie man will, aber auf jeden Fall, was man braucht, sind Leute, die einen kennen, Leute, die einen und auch... die einen zu einem stehen. Ja. Und davon gibt es ganz selten welche in Weimar und sowas, finde ich abgefuckt. Gerade weil, wollen alle Freunde sein und kommen immer nur so mir an, wenn sie Geld haben, wenn ich Geld habe, was anderes ist. Okay, na gut, da muss man sich wirklich die richtigen Leute raussuchen. Das ist schwer. Gucken, dass man. Ja. Wenn du das hier manchmal so siehst, der haut den aufs Maul und den und sowas, geht mir so auf den Sack manchmal. Und das aus sinnlosen Gründen und dann noch auf Schwächere drauf, sowas ist richtig scheiße. Ja. Man sollte immer zusammenhalten und nicht irgendwie spuckst dir eine rein, weil du da Schulden hast oder so. Ja, man sollte geht. Auch erstmal nachfragen. Und wenn ich das sehe bei den kleinen Kindern oder so, die haben. Mit 12 fangen die an zu rauchen und trinken. Das ist doch. Ja, das ist. Ey, das ist richtig assi-verhalten. In dem Alter durfte ich noch nicht mal rauchen. Das ist richtig. Also, Rauchen ist sowieso ab 18 erlaubt. Ich finde, wenn man mit 16 raucht, ist das eigentlich noch in Ordnung, obwohl es halt nicht legal ist. Oder wenn man halt mit 16 schon Bier trinkt oder so. Das geht klar. Aber in Weimar ist es ja. Es gibt diese Leute, mit denen kannst du eigentlich vergessen, die kannst du nicht vertrauen. Nicht. Aber es gibt ja eigentlich auch wirklich welche, die cool sind, die ich nicht gleich verkloppen und die sagen, hey, ist cool. Also muss man auf jeden Fall sich die richtigen Leute suchen. Ja, wie ich gesagt. Weiß, was du meinst, aber trotzdem finde ich das richtig scheiße. Ja, ist genau. Genauso wie mit dem Rap-Battle. Oh, ist der doof, so, der macht das. Merkt eigentlich überhaupt jemand in Weimar, durch wen das Rap-Battle überhaupt entstanden ist und wer es macht, ohne mich wird es gar nicht existieren. Daran denkt überhaupt keiner. Die denken lieber, ja, hier, könnt ihn auslachen. Ich bin der Meinung, mich interessiert das nicht, ob die mich auslachen oder nicht. Die sollen erstmal so weit kommen und das Rap-Battle selber erstmal so veranstalten. Das sind sie, die hier große Reden schwingen, aber selbst nichts auf die Beine kriegen. Und nicht mal Eier in der Hose. Ja. Alles klar. Hab ich hier noch was? Wo siehst du dich in 2 Jahren, wenn du jetzt weitermachst? Was denkst du, was du noch in den nächsten 2 Jahren erreichen könntest? Ich weiß es jetzt nicht. Wenn du jetzt überlegst, MCM in 2 Jahren, auf der Straße, in irgendeiner Villa, wer weiß. Ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich lass mich überraschen. Richtig. Ich weiß aber, dass ich es schaffen werde. Gerade ich kämpfe auch um meinen Namen. Das ist das Wichtigste und das, was ich jetzt mache. Richtig so. Das, Und das war. Da habe ich noch was ganz kurz. Was ich überhaupt scheiße finde: viele Leute lauern über mich scheiße und kennen mich noch nicht mal richtig und fragen noch nicht mal, ob das überhaupt richtig stimmt, weil die haben mich noch nicht mal richtig kennengelernt oder so. Die haben vielleicht nur von Facebook, aber so richtig kennengelernt haben sie mich noch nicht. Ja, das ist das Problem, wenn ich jemanden auf der Straße sieht und da kommt ein Typ und sagt, hier der MCM, der ist so und so, und dann machen die dich irgendwie eine Meinung, ohne dich zu kennen. Machen einen sinnlos doof, das ist einfach behindert, das ist schön. Für mich sind sie dann selber schon dumm. Ich würde es verstehen, wenn sie mich kennen würden und wissen wirklich über mich viel, dann wäre das ja was ganz anderes. Aber in Weimar hat ja keiner mehr Respekt, die sind der Meinung, alle sind die Kings hier. Ja, aber sie kriegen halt selbst oft nichts auf die Reihe. Das ist sehe ich genauso. Schon wahr. Jeder hat seine eigenen Probleme, nicht nur ich. Okay. Das, ja. Weitere Rapper in Weimar, hast du noch Connections? Das Einzige, mit denen ich noch Rapper? Connection habe, das wäre höchstens
Soundtrackers, die heißen und Freaky M und Dominik Dorner, Pichel, also Smokey heißt der, Pichel heißt der Smokey. Den hab ich noch, kenne ich noch. Weiter kenne ich gerade kaum. Okay, mit dem machst du aber noch, hast du Rappen zusammen? Zurzeit nicht wirklich. Ich, weil 27 aufgehört habe, habe ich erst davon. Ja, die sollen sich ja zerstritten haben. Mhm. Gut. Dann wäre noch, was ich gerade noch hatte. Planst du noch was? Irgendeinen neuen Track oder so? Ja, aber mit Herr Rode zusammen. Ah, gut, alles klar. Weiß ich Bescheid. Jo. Nee, das ist auf jeden Fall eine Mache. Ich bekomme jetzt vielleicht auch demnächst mal ein Mikrofon. Da können wir mal gucken. Gut, dann wäre jetzt noch die Frage, ob du jetzt nochmal flink einen Freestyle machen möchtest. Vor Kameras. Ja. Muss ja trotzdem reinkommen, gell? Hast du ein Beat? Nee, gerade nicht. Ich mach's aus dem Kopf ohne Beat. Ich höre jetzt mal hier irgendwas Wort auf dem Beat. Oh. Ohne Scheiß, jeder ist der Meinung, wirst du dissen. Jeder Wichser soll sich doch vor dir verpissen. Wenn du denkst, was du hast, du kleiner Spast. Denn du kleiner Spast wohnst in den Knast. Ich zeig dir im Mittelfinger irgendwelche Messerstöche, sind der Meinung, wirst du dissen. Jeder Wichser soll sich doch vor dir verpissen. Weiter von dir grad nicht sein. Gut, schon solide. Scheiße! Genau. Naja, sehr gut. Das wäre jetzt eigentlich schon alles, was ich abgehakt hätte. Gibt's noch Fragen im Zuschauerraum? Ja, was? Was ist eigentlich mit MCMs Familie? Deine Familie? Gibt's dazu was zu erzählen? Nee, Pascal, sowas kann ich nicht reinbringen. Wegen meinem Vater. Ich weiß nicht, ob ich da angefangen habe. Ja, mein Vater liegt im Krankenhaus und der fehlt mir am meisten aus der Familie. Okay, okay. Durch Alkohol und Drogen. Und ach, das solltet ihr euch mal alle, sollten ja sich die Leute abgewöhnen, weil sie da meinen, durch Drogen und Alkohol passiert, ist ja alles gesund. Aber wenn ich das bei meinem Vater sehe, wenn hier die Hälfte vom Gehirn tot ist und nichts machen kann, ich glaube, dann findet ihr das alle nicht mehr witzig, wenn euer eigener Vater im Krüppel, im Krankenhaus liegt, nichts mehr machen kann. Das ist heftig. Und dass sich viele Leute fragen, dass es mir so scheiße geht und weil ich manchmal so viel Bier trinke, das mache ich nur, weil ich mich versuche abzulenken, obwohl es verkehrt ist, obwohl man das auch nicht macht. Aber das willst du machen. Ja. Denn ja, das ist ein Weg, aber muss man auch wiederum bedenken, willst du auch nicht so enden. Das stimmt. Also ich denke mal, du hältst auch das Maß. Ja? Denn, ja. Das ist ja wirklich eine krasse Erfahrung, der man dann, oh, das wusste ich nicht. Hast du sonst noch an der Familie Geschwister irgendwas? No. Jens, Beatrice, Martin und mein kleiner Bruder. Das ja, ist übrigens hier und guckt gerade zu. Okay, sonst noch Fragen aus dem Zuschauerraum? Was würdest du denn den Leuten mit auf den Weg geben wollen? So als Botschaft? Ach, den Zuschauern. Ja, dass sie nicht über meine Leseschreibschwäche lachen und dass ich Epileptiker bin und dass so ein Scheiß überhaupt nicht lustig ist. Und sollen erstmal mich kennenlernen. Richtig und nicht erstmal über andere Leute lästern und was andere für Scheiße lauern über mich, was noch nicht mal hinhaut. Ja. Sollen sie mich erstmal richtig kennenlernen, bin ich der Meinung, weil es lauern so viele Leute Scheiße über mich, was noch nicht mal hinhaut. Ja, ich muss auch sagen, jetzt so am Ende, ich hatte auch einen anderen Ersteindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Das ändert sich wirklich mit der Zeit. Man darf sich da echt nicht täuschen lassen vom ersten Eindruck. Bei manchen Menschen. Also das ist auf jeden Fall richtig. Was hast du noch? Was machst du mit deinem Geld, was du gewinnst? Was? Was machst du mit deinem Geld machen, was du gewinnst? Ey, na Pascal, na darauf gebe ich keine Antwort. Na, ich würde sagen, sowas erzählt man nicht.
Ach, die Einnahmen. Okay. Ich denke mal, da musst du auf jeden Fall Miete bezahlen für Monami, oder? Musst du das bezahlen, ja. Da wird schon groß was draufgehen, nehme ich an. Ich meine, vor allem bei 1 Euro Eintritt, das ist jetzt echt nicht viel. Wenn jetzt 200 Leute kommen, geht ja allein die Hälfte. 3 bis 300, sag ich schon. Ja, da geht trotzdem ein großer Teil noch an die Raummiete ab. Gut, alles klar. Das war eigentlich alles, was mich interessiert hat. Gibt's sonst noch irgendwo Fragen? Nee? Dann würde ich sagen, du hast das letzte Wort. Ich weiß nur eins, dass viele Leute mich erstmal richtig kennenlernen sollen, nicht erst dumm rumlaufen. Das ist mein letztes Wort. Und sowas kotzt, zieht mich am meisten runter und macht mich kaputt. Das sieht man hier, das muss ich jetzt mal zeigen. Eieiei. Ei. Ist das drauf? Halt mal höher. Achso, perfekt. Ei, na das, gut. Lass das in Zukunft. Okay, ja, ich mach's so nicht mehr. Ich versuch damit aufzuhören. Gut. Ja, und an deine Fans noch irgendwelche abschließenden Worte? Dass sie mal langsam an mich glauben sollen. Und ich glaube, deine Fans glauben an dich. Sicher. Das wären ja nicht deine Fans. Stimmt, das ist recht. Nee, weiter habe ich eigentlich nichts. Gut. Dann würde ich mich verabschieden. Das war MCMTV. 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 Das war MCM. Wir waren da. Gut. Dann, Was könntest du eigentlich noch als Intro nehmen? MCMTV. 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 Na gut.